Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals. Mein Name ist Master Jam, das ist die Nika von Urbex Live. Richtig. Ist der Kanal? Ja. Und die Nika ist heute bei mir zu Besuch. Sie hat mir Süßigkeiten mitgebracht, sie hat uns Süßigkeiten mitgebracht. Ganz viel komisches Zeug, japanische Leckereien. Wir haben gerade auf ihrem Kanal schon das erste Video gedreht, wo ich mir irgendwelches Pulver reingezogen habe. Sie hat die Pille genommen. Mir ist ein bisschen schlecht von gerade, aber das können wir noch toppen, denn wir haben Dinge wie das hier dabei. Es ist weich. Und es wird eklig, weil ich habe nachgelesen, was es ist. Ich will es wirklich nicht wissen. Fangen wir doch einfach mal an, und weil es mein Kanal ist, würde ich sagen, kriegst du den Vortritt. Achso, wollen wir das Ekligste vielleicht als erstes machen? Ich hab voll langsam. Dann ist das Schlimmste aber weg und dann kommt vielleicht nur noch der geile Scheiß. Nein, das kommt zum Schluss. Ich würde sagen, wir fangen mit diesem komischen Keks hier an. Und zwar ist das ein Keks mit Sushi-Papier. Also mit Seegras. Das ist quasi Sushi, was wir gerade essen. Das steht auch drauf, Sushi-Candy. Okay, es riecht süßlich, irgendwie. Mm. Es scheint ja irgendein Cracker zu sein in Seegras. Okay, ich probiere mal. Boah. Es ist hart. Ich hab noch nie Sushi Papier. Boah. Ich sag jetzt auch schon Sushi-Papier. Es schmeckt übelst nach Fisch. Es ist salzig. Es wird nicht besser. Wenn euch jemand Keks in Sushi-Papier anbietet, nein. In Seegras. Sushi-Papier. Such du das nächste aus. Die Dinger. Ja, die hatten wir bereits in ihrem Video. Mit Salatgeschmack und Beef, ja. Jetzt haben wir hier. Ich kann es nicht lesen. Ich glaube, es ist süß. Oh, ich habe so ein süßes Hentai-Mädchen. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Hentai-Mädchen. Nein, ein Anime-Mädchen. Entschuldigung, wir reden nicht von Hentai. Hentai-Mädchen, genau. Kennst du den Blick, wie Frauen in den letzten zwei Minuten eines Pornos gucken? Ja. Ja, mit der Katze das? Ich blend's mal ein. Nein. Oh, meins riecht voll gut. Warte mal. Da hat sie schon wieder so Dings und ja. Meins ist süß. Du hast das Hentai-Ding hast. Ich hab eine Kuh hier drauf. Ich habe eine Kuh. Ein Bullen oder so. Okay. Mega! Geil. Ja, besser als die ersten, die wir hatten. Ja, es ist so Apfel mit Cinnamon, Zimt. Iris ist süß. Meins ist eher so würzig. Ja. Wollt ihr mal probieren? Hier, aber Mund auf. Wäre geil, wenn es geht, ne? Ja, aber nicht alles. Ich glaube nicht, dass alles geil wäre, wenn es geht. Hier haben wir ein Pikachu. Ich weiß nicht, Leute, die meinen YouTube-Kanal schon von Apple Watch-Zeiten noch damals kennen, die identifizieren mich vielleicht immer noch mit diesem Pokémon. Ich finde es auch immer noch süß. Ja. Weißt du, wo das angefangen hat? In dieser Szene. Ich wähle dich, Pikachu! Pika! Ja. Ah! Was steht denn hier drauf? Ich kann es nicht lesen. Es ist weich. Sieht aus wie Schokolade. Ich gebe dir jetzt einfach mal das hier. Ja. Es riecht unglaublich süß. Es pulvert. Es pulvert. Ja. Ah. Noch Gummi, irgendwas. Sieht man. Was ist das? Ist das ein Kaugummi? Oder? Schmeckt wie Kaugummi, nur anders. Doch, das ist Kaugummi. Es ist Kaugummi. Ich würde sagen Apfel. Was runtergeschluckt. Das bleibt jetzt 7 Jahre in deinem Verdauungstrakt. Ja, komm, wir tun unserem Magen schon genug an gerade. Ja, wir bleiben. Das ist das nächste Ding. Es sieht süß aus. Es kann natürlich auch noch alles andere sein. Und ist weich. Ja. Warte mal. Ah! Alter. Es sieht aus wie Pfötzchen. Ja, warte. Siehst du? Es ist irgendwie eklig. Es schmeckt lecker, aber anfangs. Die Konsistenz ist irgendwie voll widerlich. Mhm. Es schmeckt. Essen wir das nicht, wir essen erst den Keks. Kaputt. Da steht auch überhaupt gar nichts drauf. Ich erwarte nicht viel gerade. Nein, ich auch nicht, weil das eine Mal, wo wir einen Keks hatten, da dachte ich mir auch, boah, der könnte lecker sein und es schmeckt immer Fisch. War ja auch Fisch drin. Ja. Sehr, sehr süß auf jeden Fall. Riecht der. Und meine Geschmacksnerven sind auch von dem Pulver tot. Meiner schmeckt überhaupt nicht süß. Und das ist so russisch Roulette. Es schmeckt glutenfrei. Es ist vegan. Und vegan. Kriege ich immer Scheißerei von. Es war jetzt nichts dabei bis jetzt, was noch so richtig geil war. Was kommt ja noch? Da kommt noch der Oktopus. Nehmen wir die Schokolade. Crunch Chocolate.
Das sieht doch mal vielversprechend aus. Das ist zu hell. Du warst Fan von dunkler Schokolade, oder? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Wenn du das schon sagst. Mhm. Ich hab ein bisschen was von Oreo. Mhm. Also dunkle Schokolade, nee, nicht auf dunkler Schokolade. Ja. Schmeckt. Wir nähern uns dem Ende. Ich habe schon so viele verschiedene Geschmäcker in mir drin. In dir drin. In mir drin. Als nächstes haben wir Kalbi. Kalbi ist ein Produkt von Dagi Bee. Vielleicht, man weiß es nicht. Das könnte sein. Und wenn es dann nicht schmeckt, dann wissen wir, woran es liegt. Genau. Hier ist ein kleiner Nee, das ist eine Kartoffel. Hier steht sogar noch Potato. Meine ernsthafte Frage, hat sich von euch jemals schon mal so ein Päckchen bestellt, so just for fun? Ich kenne bisher solche Pakete nur von YouTubern, die das halt in irgendwelchen Videos testen. Und uns abgesehen, habe ich das bisher so... Fuck! Na, die Brust. Schmeckt wie Chips, ehrlich gesagt. Mhm. Gute Chips. Mhm. So wie Chips, aber nicht so wie Chips, sondern nur in leichter. Irgendwie so. Nicht so ganz ungesund. So Weight Watchers Chips. Ja, genau. So läuft das hier. Findet ihr das trotzdem unterhaltsam? Schreibt es in die Kommentare und gebt einen Daumen rauf, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Es gibt bestimmt noch mehr solche Pakete. Oh ja. Bevor wir jetzt zum letzten Ding kommen, habt ihr euch bestimmt gefragt, wo man dieses wunderschöne Oberteil von ihr herkriegt. Ich habe absolut keine Ahnung, aber dieses hier bekommt ihr auf kaufmeinscheiß.de. Die beste Entscheidung deines Lebens. So, Nika. Ja, nein, ich will nicht. Ja, ja gut, ich zeig's doch mal. Und überlasse dir jetzt die Ehre. Riecht's schon? Alter. Boah! Du riechst wie meine Schwester. Alter, ist das eklig! Oh. Ist es nass? Ja, sicher ist es nass. Was ist das? Ich will erst dich sehen. Ehrlich? Ich will nicht. Ich will sowas von nicht. Der erste Kontakt mit der Zunge. Es riecht schon so. War echt lecker und würzig. Wenn ich mich traue, das in den Mund zu nehmen. In den Mund zu nehmen. Du dich nicht, ne? Das ist übrigens eine Delikatesse, glaube ich, in Japan. Nachdem er gegessen hat, kläre ich auf. Was ist das? Ach genau. Das ist getrockneter, zerstückelter Oktopus. Ich verschick das jetzt wieder bei Post. Schick dir das zurück. Okay, liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Wenn ja, gebt mir einen Daumen rauf, schreibt einen Kommentar. Ansonsten, Endcard, ihr kennt das, mir ist ein bisschen schlecht, ich muss jetzt gerade mal runterkommen. Haut raus! Like und abonnier, YouTuber! Like und abonnier, YouTuber!